Servus, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zur dritten Folge von der Weekend League. Wir haben noch ein paar Spiele zu machen. Am Ende kommt diesmal natürlich unser Pack-Opening. Rennig startet sind wir natürlich ein bisschen blöd. Ich glaube bloß ein Sieg aus fünf Spielen oder zwei Siege aus fünf Spielen, ich weiß es nicht mehr. Beim zweiten Video lief es dann nachher gerade ein wenig besser. Wenn ihr das verfolgt habt, dann wisst ihr das. Wenn nicht, guckt euch das gerne nochmal auf meinem Kanal an, meine Freunde. Schaut euch auch meine ganzen anderen Videos an. Das ist sehr nice von euch. Denkt dran, Leute, wenn ihr neu seid auf dem Kanal, lasst gerne gleich ein kostenloses Abo da, gebt dem Video ein Like. Ihr seid die Besten, ihr wisst es ganz genau. Und wir gehen rein, meine Freunde. Ja, ihr wisst es ja, ich habe ja wieder ein bisschen umgestellt. Allison habe ich ja drin im Tor. Macht seine Sache eigentlich ganz gut. Wie gesagt, wenn ich verliere, dann sind das hinten dumme Fehler, die ich selber mache. Auf links, Diego Jota, gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut. Passt da zwar nicht ganz gut hin, sag mal, von der Chemie her, weiß ich nicht, 4, ja. Ist jetzt nicht so der Bringer. Muss ich mal gucken, ob ich da für die linken Seite mir noch irgendwas gönne, was besser ist wie Neymar. Neymar hatte ich eigentlich jetzt immer drin gehabt. Eigentlich ultra viele Spiele mit dem gemacht. Ja, 571 Spiele schon. Ja, hat mir aber da nicht so wirklich gut gefallen. War mal gut, war immer nicht so gut. Ja, so ein gesundes Mittelmaß hat er eigentlich gehabt. Ja, auch nice. Gomez hat da hinten drin. Hatte ich auch schon mal überlegt, ob ich mir Gomez noch gönne. Nee, 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 nee. Eriksen jetzt. Eriksen, klasse. Naja. Das war doch mal ein bisschen nachgedacht gerade. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Kanté geht energisch dazwischen. Mbappé! Wahnsinn! Direkt bei diesem Pass gibt Einwurf. Zweikampf um den Ball. Ball erstmal weg. Ja, mit viel Übersicht. Steilpass, Mbappé ist da. Sie haben diese Partie. Und tschüss. Ja, moin. Mit Puskas. Er holt sich vorne den Ball. Da ist die Chance. Da ist doch nicht sein Ernst. In Bedrängnis. In Bedrängnis. Das ist nun für den Torhüter gar kein Problem. Die Rovers mit einem Angriff. Chance zum Anschlusstreffer. Es riecht. Aber er spielt. Ist das der Ausgleich? Was? Den kann er doch ja nicht mehr halten. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Jawohl, Junge. Eriksen, Alter. Ich weiß ja nicht, warum die Leute nicht mit Eriksen spielen. Ich sehe den nur noch so selten, ja. Am Anfang hat fast jeder mit ihm gespielt. Und jetzt ist es echt selten geworden. Weil der Typ ist einfach geil. Da darf er ja nicht durchkommen, der Ball. Rückstand für die Rovers. Sie müssen noch was tun in dieser Begegnung. Oh, da geht er vorbei. Vielleicht der Ausgleich. Und sehr schön. Pass ab. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Naja, geht doch. Mbappé. Neymar. Die Chance für Neymar. Sie haben diese Partie. Frisch eingewechselt. Antonio. Und tschüss. Mané. Chance für Mbappé. Mann, ich habe genau im falschen Moment gewechselt. Von Real. Sehr schön. Da wäre Platz für einen Konter. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter Maßstab sein. Riesenchance, Mann. Ja. Das sieht vielversprechend aus. Chance für Mbappé. Da ist der Tor und da liegt man vorne. Das ist Effizienz.
Schönes Zuspiel hier. So, Spannung drin. In die Lentes Dribbling, klasse Szene. Jetzt vielleicht. Da ist das Tor. Junge. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Das könnte die Gelegenheit geben. Die Riesenchance. Oi. Das war schon sehr schön. Weiter gefährlich hier. Da hat er die Chance. 5 Worte. GG, Drost. Ja. In den Champions Finals. Die Rovers gegen die Juniors. Vielversprechender Steilpass. Kein guter Zweig. Sie macht. Er kann es machen. Schön gehalten, aber Ball weiter. Nehmen wir es einfach so mit. So, jetzt hat er auch keinen Bock mehr. Aber so eine Spiele kenne ich ja auch. GG, trotzdem raus. 49 Punkte. Ein Sieg müssen wir noch holen für die 51, meine Freunde. Dann haben wir so halbwegs das erreicht. Ja, eigentlich bin ich ein bisschen unzufrieden, aber schauen wir mal. Okay. Was ist denn das für eine Scheiße? Ach, da war die scheiß Anzeige dabei. Jetzt ist da die ganze Zeit die Drecksanzeige da. Interessante Partie zu werden, Buschi. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. Und jetzt die Chance. Christian Eriksen. Wieder zu Torchancen zu kommen. Also der Ausgleich liegt in der Luft. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Unnötiger Ballverlust. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Sie haben diese Cantona. Guter Pass jetzt. Und die Situation ist wieder bereinigt. Ist es das? Traumtor! Da zieht er einfach mal ab und dann passt das Ding auch noch. GG geht raus. Hau rein. Sehr schön, meine Freunde. Haben wir doch noch geschafft. Geil. Hätte ich jetzt zwar nicht mehr so gedacht, aber dafür, dass wir wirklich so scheiße rein gestartet sind, ja, haben wir tatsächlich noch 53 Punkte geholt. Passt ja gar nicht. Also von Teil zu Teil sind wir jetzt eigentlich immer besser geworden. Komischerweise. Ah ja. So, Spielerwahlkarten. 1 von 3, 91 FX Tots. Ah, ich bin gespannt. Hau mal richtig ihn raus jetzt hier. Mana haben wir schon. Geht ganz klar an Davis. Sehr schön. Und der nächste Kracher. Ananono, Coutra, Reese. Reese habe ich drinne. Quadrado, ja. Rechtsverteidiger. Oh. 2,93er Picks. Kann man erstmal mitnehmen. Mal gucken, was wir da nettet bekommen. Ultimate Spielerpack und ein Ultimativen. Ultimativen nicht. Ultimativen nicht. Wir gehen erstmal auf den seltenen. Ikone? Nicht. Walkout? Nicht. Auch nicht. Cabral. Neto? Ja. Könnte besser sein. Könnte besser sein. Jetzt vielleicht mal noch ein Walkout, das würde mir schon reichen. So ein 88er, 89er, wäre völlig in Ordnung. Nein, auch nicht. Okay. Wieder rechte Verteidigung. Okay. Berea, ne? Oh, Katlan. 90er. Alter, wo kommt der denn her? Warum haben sie den denn nicht? Jetzt haben sie mir Perea, ne? Oder so? Perea haben sie mir doch als Dingsy mir. Ja. Was ist denn der gute Herr wert? Nuscht. Doch, 190.000. 140.000 hier, kickt er an. Also ist er eigentlich nuscht wert. Tempo hat er ordentlich, ja, aber die Steps sind eigentlich so mit 88 und 88 Physis. Ja. Die beiden aus wie ein Mittelfeldspieler, so ein Defensiver, ja. Freunde, das sollte gewesen sein von diesem Wochenende von der Weekend League. Diesmal haben wir das ja so gemacht, dass wir die Weekend League in drei Teilen aufgeteilt haben. Ersten Teil, zweiten und dritten. Habt ihr jetzt gerade gesehen. Den ersten und zweiten könnt ihr euch gerne nochmal auf meinem Kanal angucken. War sehr nice. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Macht es gut, meine Freunde.